Klaus, kannst uns du sozusagen die Top 3 deiner Trainings-, Regenerationstipps, was auch immer, was fällt dir da spontan ein, das vielleicht für dich als Ultra-Ultra-Läufer schon komplett normal ist, aber für einen Otto-Normalverbraucher vielleicht ein guter Tipp wäre, was kommt dir da als erstes in den Sinn? Also erstes kommt mir in den Sinn, und das muss ich sagen, das habe ich auch erst in den letzten Jahren jetzt für mich selber so richtig spüren können. Hör in deinen Körper hinein. Er sagt da im Grunde ganz genau, was du kannst und was du nicht kannst. Es ist ein bisschen der Mittelweg zu finden zwischen den inneren Schweinehund überwinden. Und auch einmal auf eine Trainingseinheit zu verzichten. Was ich damit sagen will, ist, quäle dich nicht umsonst. Ab und zu ist Quälen notwendig. Und den inneren Schweinehund überwinden, aber es ist nicht immer gut. Und wie kann ich das füßmäßig unterscheiden zwischen Schweinehund und was ist wirklich zu viel? Ja, wenn ich einfach über Tage immer wieder so erschöpft bin, dass ich sage, es taugt mein Hirn, ich muss mich jetzt mal wieder so überwinden, dann ist sicher mal notwendig, eine Pause einzulegen. Eventuell fachliche Meinung einzuholen, Ernährung, sportmedizinische Betreuung, gesunden Untersuchen vielleicht einfach. Einfach einmal wirklich den Wo Körper ist der Status anhören. quo? Und weil man kann nur von einem gesunden Körper ausgehen, gesunder Körper, gesunder Geist, und dann sind die Leistungen, egal auf welchem Niveau, einfach als sinnvoll und möglich. Das zweite ist, jetzt ich rede für die Läufer, ganz, ganz wichtig, und das ist bei mir jeden Tag am Programm, außer ich komme beruflich bedingt erst später nach Hause, zum Beispiel später mal nach 10 Uhr war es zum Beispiel. Dehnen, Gymnastik, Körper, Stabilität, speziell der Rumpf, Übungen, tiefe Bauchmuskulatur und so weiter und so fort, Trumpfstabilität, ganz, ganz wichtig. Dass man ja als Läufer jetzt, sage ich mal, ist nicht das Erste, was einem in den Gedanken kommt, das muss Genauso man ist sich es, aber aber auch speziell bei den Distanzen. Also, ich bin heuer schon über 2000 Kilometer gelaufen, erklären. und da kriegt man sonst irgendwann Probleme mit dem Kreuz oder sonst was, nämlich, aber nicht deswegen, weil das Laufen so schlecht ist, sondern einfach deswegen, weil man meistens dann in falsche Haltungen verfällt, weil gewisse Muskulaturen im Rumpfbereich ermüden. Man kippt dann im Becken wohin, wo man nicht hinkippen sollte, und dann geht es auf die Bandscheiben zum Beispiel. Deswegen, also bei mir steht jetzt dreimal in der Woche eben wirklich dieses Kräftigungsprogramm am Abend am Programm, was bei mir im Fernseher, vor dem Fernseher auf der Turnmatte erfolgt, mit eigenem Körpergewicht und so weiter. Und wirklich jeden Tag dehnen in allen Variationen. Ganz, ganz wichtig, und wenn es halt einmal wirklich irgendwo mehr zwickt und nicht aufhört zum Zwicken, dann auch wirklich fachliche Hilfe aufsuchen, Arzt, Physiotherapie und so weiter, und nicht einfach weitermachen. Es wird nicht Da funktionieren, sind das wir wieder ist beim Körpergefühl, was du vorhin gesagt hast. genau. Und der dritte Tipp, den was ich mit am Weg gehen mache, mache einfach das, was dir Spaß macht. Bei mir hört es sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber es taugt mir, wenn ich in der Woche 120, 140, 150 Kilometer laufen kann. Wenn ich die Zeit dazu habe, wenn ich das. Neben Vollzeitjob, Familie, drei Kinder. Genau. Aber wenn es Spaß macht, wenn man das. Bei uns ist es nicht so, ich bin wirklich, was das betrifft, kein Egoist, also meine Familie ist mir sehr wichtig. Wir leben den Sport gemeinsam, wenn ich auch viel alleine laufe, aber das lässt sich verbinden, auf alle Fälle. Man hat eine Vorbildwirkung, und man sollte auch eine positive Vorbildwirkung haben, weil man kann auch mit Sport eine negative, könnte auch mit Sport eine negative Vorbildwirkung haben. Wenn mir meine Kinder in 10 Jahren sagen, pass auf, du warst ja nicht daheim, weil du bist immer gelaufen, das möchte ich nicht haben, und das ist auch nicht so, das weiß ich ganz Das heißt, genau. das Gleichgewicht schon wichtig. Genau. Und deswegen, wenn man jetzt zum Laufen anfängt und er kommt da nicht drauf, ich kann mich mit dem nicht anfreunden, probier das mit was anderem. Probier das mit Radlfahren, mit Wandern, wie auch immer. Es muss nicht immer, es ist nicht für jeden das Laufen, das ist vielleicht das Richtige. Und was ich damit sagen will, ist wirklich, tu wirklich nur das, was dir richtig Spaß macht. Das Leben ist zu kurz, dass man was macht, was einem eigentlich nicht richtig taugt. Das sollte nicht der Fall sein. Und dann kommt automatisch der persönliche Erfolg, wo der dann auch immer liegt, aber der kommt dann automatisch. Ob es ein paar Kilo weniger sind, ob es die Bikini-Figur ist, die man haben will, oder ob es eben ein Sieg beim Wettkampf ist, für einen, der einfach
in dem Bereich unterwegs ist. Ja. Das kommt dann alles von selber.